Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 2. Ja, beim letzten Mal haben wir das Level gestartet hier, wollen es jetzt auch gerne zu Ende bringen. Wir waren gerade auf dem Weg zu Sentomaru, nicht Kizaru. Und ja, wir müssen auf jeden Fall erst einmal diese Blitze hier beseitigen. Aber wie machen wir das? Geht gar nicht. Ich komme da gar nicht hin. Verstehe ich nicht. Na gut, egal. Wir wollen auf jeden Fall weitermachen. Wir sind heiß aufs Spielen. Und wir müssen da oben hin, so wie es aussieht. Da leuchtet was. Es leuchtet in meinem Herzen ganz tief. Patsch, patsch, patsch. Patsch, patsch. Mann. Dass sie auch nicht alleine zurechtkommen, wenn sie hier in einem bestimmten Basisbereich sind, ne? Ohne Scheiß. Das ist so lame. Guckt euch ihn an. Der schlitzt hier einen nach dem anderen auf und... Oh, shit. Ich glaube, ich hänge gerade fest. Hä, warum komme ich da jetzt nicht durch? Kizaru hat Enel behindert, die Elektrizität ist teilweise verbraucht. Wo ist denn Enel? Ich weiß ja noch nicht mal, wo der ist, sonst hätte ich den auch schon längst aufgehalten. So, der ist erledigt. Der Lapin. Der Ostplatz ist fast eingenommen von irgendwelchen Bastarden. Das müssen wir schnell unterbinden. Patsch. Vor allem vom Lapin. Oh, der hat noch gar keine neue Fähigkeit. Der hat nur dieses Aufschlitzen hier. Ich dachte, der hat auch zwei, wie die anderen. Und nochmal, komm, schlitz sie auf! Patsch, 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 patsch. Boom! Nein, 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 nein! Ah! Oh Gott, mein Handy vibriert. Es wird nach mir verlangt. Aber wie kommt das? Wer will etwas von mir? Lapin im Rückzug, okay. Komm, schlitzen wir hier mal eben schnell alle auf. Die Basis holen wir uns auch noch schnell. Für unsere Sammlung. Weil wir geil sind. Kein Problem. Und jetzt kommt der... Zorro, den habe ich noch gar nicht gerufen. Krass. Wieso habe ich den denn noch nicht gerufen? Patsch, patsch. Patsch, patsch, patsch. Okay, so toll ist das jetzt gerade nicht, was der macht. Oh, wir haben 1000 KOs erreicht. Bam. So, das gehört uns auch. Mehr als 1000 KOs erreicht. Alter, wie viele Gegner sich hier schon wieder rumdrümeln. Oh, Enel ist hier. Das wundert mich jetzt aber, dass der hier auftaucht. Einfach mal so. Und Kizaru ist auch da. Heißt es jetzt Dengoku versus Kizaru? Nein, nicht gegen Kizaru. Ist er wieder abgehauen? Wo ist denn der? Ach, der haut jetzt ab. Feigling. Und ich weiß immer noch nicht, wo der blöde Schatz hin ist. Ist der hier aufgetaucht? Nein. So ein bisschen Defense. Wir können mal eben gucken. Ich meine... Ist ja nicht lange her. Da. Unten bei Kizaru. Sentomaru. Mann. Wen haben wir da? Noch eine Basis. Pazifista, okay. Was hat der nicht... Moment mal, Kampfinformation. Besiege Enel und Sentomaru. Okay, dann sollten wir erstmal Enel besiegen, weil... Nee, erst Sentomaru. Das ist viel wichtiger. Der Affe. Nein. Whitebeard steht kurz vor dem Rückzug. Hallo, ich stehe doch gerade bei ihm. Willst du mich verarschen oder sowas? So, das war Pazifista. Oder Bartholomäus Bär auch genannt. So, du kriegst mal schnell Energie von mir. Alles kein Problem. Wir sind auch gut dabei. Passt alles. Enel ist wieder aufgetaucht. Wo ist er? Ach, der ist an vielen Plätzen aufgetaucht. Wie finde ich den denn jetzt am besten? Ach, nehmen wir das mal eben mit. Ich brauche Energie. Ich habe gar keine Energie gekriegt dadurch. Was soll das denn? Da ist... Nee, das ist auch keine Energie. Oh je. So, mal gucken, ob wir da oben jetzt hin können. Müssen wir jetzt erst Sentomaru besiegen oder Dings? Besiege Enel und Sentomaru.
Mission, besiege Centumaru. Oh, eine Münze. Wo kommt die denn her? Hallo, sammel die mal bitte ein. Danke. Ich gehe jetzt nochmal gucken, ob ich Centumaru jetzt angreifen kann. Hier ist Kizaru, das heißt, Enel ist auch hier. Ja, komm, gehen wir erstmal zu Centumaru. Ich will die platt machen. Ich stehe nicht auf solche Schwibbeldi-Schwabbeldi-Frauen, die jetzt so auch noch Yugusuna nachmachen. Also so richtige Yugusunas, ne? Okay, da komme ich gar nicht lang. Das heißt, wer ist da oben? Ein Lapin! Komm, zerschlitzen wir mal in den Lapin, weil wir geil sind. Patsch! So, das war's mit dem Lapin. Also unsere Streitmacht ist die geilste, ohne Scheiß. Ne, setz dich in Bewegung. Elektrizität ist teilweise verbraucht. Heißt? Oh, bei Centumaru ist der Blitz weg. Hinder, 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 hinder. Kizaru, du bist der Beste. Ohne Scheiß. So, du schlitzt mal eben schnell hier alle auf. Boom! Okay, hat sie noch nicht erledigt. Das kriegen wir aber auch noch hin. Alter, wie viele Gegner hier sind. Ist das krass. Ach, scheiße, das war ein Fail. Fuck off. Aber massig Gegner erwischt. Guckt euch das mal an, wie wir hier alles erwischt haben, ey. Gut. Das ist geil. 48. Centumaru, sie ist böse. Sie ist wieder böse. Wahrscheinlich versucht sie jetzt mit ihrer Kontertechnik oder sowas irgendwas zu reißen. Wird sie aber nicht zum Sieg bringen. So, jetzt holen wir mal Zorro mit dazu. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich will ein bisschen Action haben. Und richtige Action gibt es nur mit Zorro. Nein! Ich hab's verkackt. Bevor ich Zorro rufen konnte, habe ich schon die Kreistaste gedrückt. Shit. Mission abgeschlossen. Sauber. Oh, eine Münze. Sehr schön. Wen haben wir hier? Ach, so ein Anführer. So, gib ihn. Hol so um. Patsch, 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 patsch. Puff. Ach, das war die falsche Richtung. Verdammt. Ich wollte eigentlich in die Richtung. Oh, fick dich doch. Mein Gott, jetzt mach doch mal... Ich sehe gerade gar nichts. Alter. Boom! Das wehgetan? Hoffe ich doch. Fick dich. Auf keinen Fall. So, jetzt aber. Red dich schon draufhauen. Komm, schlitz ihn auf. Engel ist wieder aufgetaucht. Hier unten bei mir? Süß. Das heißt, er sucht Ärger. Die ganze Elektrizität ist verbraucht. Das der... Oh, ein Schatz? Stimmt. Stimmt. Sind eigentlich noch mehr Schätze aufgetaucht? Ich glaube nur einer, ne? Ein Schatz ist aufgetaucht. Ja, das war nur der für die 1000 KOs. Ich habe keine Ahnung. Da komme ich noch nicht rein. Nee. Wo besteht denn jetzt... Enel stärkt sich selbst mit einem Donnerangriff. Wow, du bist ein Held, Enel. Ach, du mit deinem scheiß Laser immer. Du gehst mir so auf den Schnürsenkel. Bam, bam. Ach, das kann ich auch hier. Pass mal auf. Jetzt kommt Zorro mit ins Spiel. Schalte Pazifista aus. Kein Problem. Neustart abgeschlossen. Wie geil ist das denn? Oha. Oh oh. Ach, und Sanji kommt dazu. Wie cool. Die beiden sind so cool zusammen, ne? So, los geht's.
Das heißt, das Blau aufschlitzen. Lebt er immer noch hier? Mit einem Schlag besiegt. Oh. Da ist noch einer. Kein Problem. Patsch. Ach so. Ah, okay. Ich dachte gerade schon, was soll das denn jetzt, aber was ist das für ein Special ist. Aber es ist der Zorro. Jetzt können wir schön aufschlitzen hier. Und Special. Boom. Special Boom, genau. Ich bräuchte Energie. Das ganz, ganz dringend. Schon wieder so ein Basiskommandant. Sag mal. Dass davon hier noch so viele rumstromern, das ist ganz schön übel. Da haben wir noch einen Pazifist da. Fick dich. Friss das. Boom. Mir rennt ein wenig die Zeit davon, würde ich sagen. So, das kann ich auch hier, guck. Jetzt wird hier Pazifista geschlitzt. Bam, 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 bam. Sauber erledigt. Okay, wie geht's weiter? Erstmal, da lang. Hey, da haben wir noch so einen Kackvogel. So, Special. Das müsste ihn auch treffen. Hat ihn nicht getroffen, okay. Aber das hat getroffen. Sauber. Bam, bam. Komm, schlitz ihn auf, Zorro. Gib ihn. Den 1000 Sinn des Phönix. Da ist noch so einer. Alter, wie viele rennen denn davon hier rum? Die kriegen wir auch noch down alle. Ja, die schaffen wir noch. Patsch. Kizaru ist auch da. Oh, shit. Nein. Volltreffer. Fick dich. Friss das. So, das war's mit Pazifista. Wie viele sind denn noch davon da? Oh, hier Kizaru ist angeschlagen. Ta-ta-ta-ta. Diese scheiß Basiskommandanten. Ich dachte eigentlich, dass ich alle Basen eingenommen hätte. Aber so sieht man, hat ein Donner-Pazifista gemacht. Oh, der geht mir so auf den Sack, dieser blöde Enel. Oh mein Gott. Das heißt, wir müssen doch Enel zuerst ausschalten. Enel wurde in seiner Entladung geschwächt. So. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt zu Enel. Ist mir jetzt egal. Wozu Zeit verschwenden, wenn es auch fix gehen kann? Besiege Pazifista und schwäche Enel. Aha. Enel ist doch schon geschwächt. Kann ich mir jetzt auch so... Ach Gott, hier, den machen wir auch nochmal schnell down. Ist das schon so ein komischer Bartholomäus-Bär gegen einen der sieben Samurai der Meere ausrichten? Steht kurz vorm Rückzug. Du willst mich verarschen? So, der ist down. Okay, 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 okay. Nichts wie weg. Hier ist ganz schön was los gerade. Muss man ja zugeben. Hat der nicht gerade um Hilfe geschrien? Oh, der ist nur in der Ecke. Hat sich versteckt, der Süße. Oh, armer kleiner Booty-Ei. Wir müssen zu Sanji. Wir haben jetzt keine Zeit für diesen Quatsch. Außerdem verliere ich schon wieder ohne Ende Zeit für so einen Schnickschnack. So, das brauchen wir nicht. Ich komme, Sanji! Da. Ach du nun wieder, ey. Hab dir schon mal gesagt, das bringt bei mir nichts. Deine Verteidigung bringt erst recht nichts. Oh, Kacklamm. Hier frisst das. So, jetzt geht's los. Auf zu dem komischen Lappen namens Enel. Wenn ich da denn reinkomme. Ich hoffe doch, dass ich da reinkomme, sonst dauert dieses Level ja noch länger. Noch ein Pazifista auf dem Weg. Alter, wie die Typen abfacken. So, haben wir fast. Der ist gar kein Problem für uns. Guck dir das an. Wir schlitzen den hier auf. Das ist unfassbar. Oder ist nochmal Fleisch zu Körper zu Fleisch. Oder Fleisch zu Stärke. Finde ich aber echt schade, dass ich jetzt keine andere Münze mehr kriege irgendwie. Ich habe doch alles erledigt, oder nicht? Moment, mal gucken.
Geheimmünzen. Schaffe 1000 Körner. Öffne die Tore der feindlichen Basis, ohne dass Verbündete fliehen. Habe ich auch geschafft. Das sind Schwierigkeiten, ja, ist mir egal. Mir ist es nicht egal, wenn er die Tür jetzt zu ist. Sie ist offen. Okay. Da, bam, bam, bam. Scheiß drauf, ich werde dich jetzt killen. Arschloch. Nein! Du blöder Spastard, ne? Hier frisst das. Und deine Leute gleich mit. Ich habe ihn gar nicht... Doch, ich habe ihn getroffen mit einem Schlag. Pff, süß. Den Donnerangriff gegen Pazifista begonnen. Aha. Alter, wie viele Gegner hier rumstromern. Guck dir das mal an. Boom! Alle weggeschleudert. Ha! Loser. Geil. Geil, geil, geil. Noch mehr von diesen fucking Gegnern. Alter. Hier ist also, guckt euch das an, wie viele das sind. So, gleich nochmal, komm, hau drauf. Bam, 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 bam. Boom! Besiege Enel. Beschützt die Basis, wie süß. So, hau drauf. Gib ihm! Wumms! So, jetzt holen wir so ein bisschen Verstärkung dazu. In Form von Lorinor Zorro. Der kann hier mal ein bisschen aufräumen gleich. Aber der kann dann Enel aufräumen, würde ich sagen. I'm giving. Und jetzt kommt noch Zorro dazu. Der schlitzt ihn dann nochmal ein bisschen auf. Runter. Ta-ta-ta-ta-ta. Ah, Gott. Oh, 10.000 sind es für nix. Sieg. Patsch. Oh mein Gott. Alter Spieler, was ein Kampf. Was ein Level vor allem. Puh. Was mich ein bisschen stört, ist, dass wir nur eine Münze gekriegt haben. Boah, hätten wir Litten den Schaden ein bisschen weniger gehabt, da hätten wir da sogar noch mehr machen können. Alle die Münze haben können. Fuck. Nein. Egal. Kennen wir schon. だが、これだけの賞金首を目の前にして、ほっとくわけにもいかんよね。もちろん君も例外じゃないよ。スモーカー元中将。てめえ。おお、本部から連絡が入ったようだね。ちょっと待ってくれるかい？もしもし。 こちら、キザル。 おお、そうかい。 ま、政府の意向なら仕方ないよね。 了解。 ガッチャン。 どうした？ 本部が何じゃ？ 当面は、 黒ひげ連合の打倒が最優先。麦わら白ひげの連中とは一時休戦せよ。だそうです。海軍を海賊と組ませるとは、政府もいよいよ切羽詰まってきよったな。そんなことを大声で言わんでくださいよ。そういうことで、海賊の諸君。 後で正式に海軍本部から話が行くと思うけどね。今回はお咎めなしってことでいいよ。あともう一つ、スモーカー中将。君と
君のルフィ、お前らと戦わずに済む名目ができたから、わしも一緒に行ってやろう。じいちゃんが？海軍もお前らと争っている場合ではないとようやく自覚したようじゃからな。おめえが見ても今のピーチを脅威と見るか。黒ひげ連合の成長を放置すれば、いずれ世界が飲まれる。すでに 奴らは海軍を襲って余りあるほどの戦力を得ておる。お前らとの連携なくしては太刀打ちできんじゃろ。同感だが、まさかおめえと組む日が来るとはな。長く生きてみるもんだ。<笑>まさに世も末といったところじゃな。スモーカー、お前もわしと来るんじゃろ。もちろん。 この一件の行く末見届けてえんで、長年海兵をやってきたわしでもこの先は読めん。ルフィ、もちろんだ。俺は負けねえ。ならばわしもできる限りの手は貸そう。白ひげよ、わしらは老いたがまだできることはあるじゃろ。一時じゃが、 Was für epische Worte von Whitebeard. Und das zum Schluss. Oh mein Gott. Da kriegt man noch Gänsehaut. Oh mein Gott. Ist das nicht schön? Da wäre ich ganz kirre bei, wenn ich sowas sehe. So, sehr schön. Wir haben auch unsere maximale Zeit erreicht, sogar überschritten. Ja. Beim nächsten Mal wird es dann so weitergehen, dass, keine Ahnung. Was gibt es beim nächsten Mal? Oh, wir haben eine neue Ruffy-Münze. Und eine Goldmünze, das ist echt bitter. Ne, drei Goldmünzen haben wir. Aber diese Marine-Münzen, die bräuchte ich doch sowieso nicht. Oh. Oh, wir haben was Neues für Nami da. Ne, das haben wir schon länger. Okay. 1.100.000. Du kannst als Garp spielen. Coole Sache. Auch als Kizaru? Nö, nur als Garp. Naja, Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play One Piece Pirate Warriors 2. Wenn ich Zeit habe zwischendurch, werde ich noch ein bisschen trainieren. Nochmal die Level machen, um verschiedene Goldmünzen und sowas einzusammeln. Und ja, schauen wir einfach mal, was beim nächsten Mal rumkommen wird. Oh, was war das jetzt? Zusammenbruch. Marine versus Piraten. So, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dengoku Senpai.